Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute zum zweiten Plenartag, diese Woche aus dem Nationalrat in Wien. Gestern hat es hier übrigens bis 23 Uhr gedauert. Zunächst beginnt der Vormittag mit einer Fragestunde an Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt. Daran schließen sich Umweltthemen wie der Klimawandel und der Treibhauseffekt an und was Österreich dagegen tun kann. Um 15 Uhr haben die Grünen den Bundeskanzler in den Nationalrat zitiert. Sie haben eine sogenannte dringliche Anfrage eingebracht. Sie wollen die Haltung der SPÖ und der Regierung zum Thema CETA genau wissen. Diese Woche ist ja eine Volksbefragung mit 560.000 Stimmen in Österreich gegen CETA ausgegangen. Eine Mitgliederbefragung unter SPÖ-Mitgliedern hat 88% Gegnerschaft gegen CETA ergeben. Und auch die SPÖ-Europaabgeordneten haben angekündigt, gegen CETA stimmen zu wollen. Der Bundeskanzler hat aber eben im November beim EU-Rat in Brüssel für CETA gestimmt. Nationalratspräsidentin Doris Bures hat soeben die Sitzung eröffnet. Wir hören ihr und anschließend Bildungsministerin Hammerschmidt zu.